Ein riweisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir bringen jetzt den... Götter, ein Bär! Den... Bär? Den, so wenig wie dein Schniedel eine Zeltschlacht. Versteck dich, blinder Narr! Rette mich! Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Oh, Scheiße. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit, bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Irgendwas passiert. Ah, mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden, sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Heda, hübscher. Trink doch mit uns. Lass uns nicht betteln. Wir trinken auf das Brautpaar. Pass auf dich auf. Ach, wir müssen mit dem... Mein Papa ist ein Soldat. Trink mit uns. Ach, wir müssen was trinken, ja. Auf dein holdes Antlitz und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf. Trinken wir jetzt mit jedem, dann wird es echt ein bisschen spannend. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Hm. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Das soll Pappenschwimmer sein? Ja, das habe ich gehört. Hallo, Mieter, in den Augen der Flammenrose. Krieg keinen mit uns, Hexer. Auf euch, ihr Herren Zwerg. Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Das junge Paar mögen ihre Lenden niemals auskühlen, mögen ihre Kinder zahlreich sein und ihre Schätze üppig. Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Sind wir da jetzt schon fertig? Okay. So danke. Da ist niemand dabei. Wo ist denn die? Ne, wir müssen nach oben, oder? Hier ist nicht richtig.
Schau mal da, Schatz. Die Leiter lädt geradezu ein, nach oben zu huschen, wo wir zwei uns austauschen können. Dann lass uns mal huschen. Aber wie jetzt? Hä? Einfach so? Fällt. Was für eine rauschende Hochzeit. Hä? Die Eltern haben wirklich an nichts gespart. Die Hauptzeremonie beginnt um Mitternacht. Bis dahin, amüsier dich, lass dich gehen. Am wichtigsten ist, dass du dich amüsierst. Mach das Beste draus. Ja, muss ich jetzt mit der was machen oder was? Ach, wir können uns hier hinsetzen. Komm. Einfach so? Ich bin ganz Ohr. Worüber sollen wir reden? Ich meine, uns austauschen. Nun, letzten Endes. Ja. Weißt du, die Sache ist die. Komm schon, spuck's aus. Ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Komm, wir sollten zurückgehen. Na gut, arg viel Punkte haben wir jetzt nicht mehr zum Abklappern hier. Oh. Ups. So, die Winzlinge spielen Karten. Aber was erwartest du denn? Du hast mich eingeschüchtert. Große Klappe, nichts dahinter. Ich hatte bisher nur mit einfachen Maiden zu tun. Oh nein. Du hingegen bist Chirurgin. Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Ach nein. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Bist du behindert? Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde siegen. Nein, werden wir nicht, weil ich dieses blöde Spiel nicht verstehe. Ja. Na, starten wir mal. Keine Ahnung. Ja. Setz mal, setz das auch und. Na, hier. Ja, da, ja, so, zack. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Die haben ja aber auch voll die unfairen Karten, denke ich mal, irgendwie so. Der setzt andauernd Sachen zu mir rüber, das ist voll blöd. Keine Ahnung. Wo kann ich das jetzt hinsetzen? Hä? Ja. Ach, ich. Jo, nice. Ich habe mir selber die Karte da irgendwie. Oh Gott, ey. Das war. Irgendwie war das ein bisschen blöd. Hat der jetzt meine Tussi hier kaputt gemacht oder was? Wo wird die gesetzt? Ja, Eingabe, egal. Ja, natürlich hau ich mir wieder alles runter, oder?
Jetzt habe ich ja nur noch eine Karte eigentlich. Ja, das, ja, GG. Aber ich würde sagen, der Typ hat gewonnen, denke ich. Du bist am Zug, ja. Ja. Wieso gibt es denn davon zwei Runden? Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszubinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst? Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört. Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit. Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Also ich hätte eigentlich auch gleich aufgeben können, das irgendwie. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Einfach mal eine andere Person drin gestanden. Und nun etwas Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Du bist wirklich nicht übel.
Es gibt keinen besseren Tänzer als mich. Es ist eine Gabe. Meine Beine sind übernatürlich talentiert. Ich wusste gar nicht, dass Olgierts Trupp gern getanzt hat. Und ob? Wir tanzten und tanzten, wo immer es ging. Wir lieben das Vergnügen wie den Kampf. Das war unser Motto. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Was machst du da? Hast du den Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz. An dich. Damit eins klar ist, du kannst sagen, was immer du willst, aber deine Hände behältst du bei dir, verstanden? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag. Charlie, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ja, was antworte ich denn jetzt? Ich hätte mich dir nicht aufgezwungen. Aufgezwungen? Das war ein unschuldiger Kuss. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Versteh mich nicht falsch. Mir war schon bisweilen danach zumute, aber... Aber was? Aber ich werde das in seiner Anwesenheit nicht näher ausführen. Wir reden später darüber. Ich komme darauf zurück. Wie wär's mit einem Danke? Ich hab dir das Rotkehlchen in die Falle gelockt. Halt jetzt den Rand. Was ist denn jetzt los? Nichts. Vergiss es. Hast du den Mann gesehen, der unser, euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odim, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Shani, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Was passiert jetzt? Ah, okay. Die Nacht ist jung, komm. Gut, dann war es das auch wieder mit dieser Folge. In der nächsten Folge mal gucken, was da jetzt alles passiert auf der Hochzeit, weil irgendwie kamen doch wieder ein paar Punkte dazu. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao.